Kennen Sie das auch? Spätestens seit Dezember sind wir irgendwie alle müde. Ne, der Januar, der Februar, das sind so graue Monate. Der Winter dunkel, kalt. Wintermüdigkeit gibt es da. Und schuld ist unter anderem ein bestimmtes Hormon, das sich aber mit einigen Tipps und Tricks dann wirklich austricksen lässt. So, welche sind das? Unsere Ernährungsmedizinerin und Lieblingsdermatologin, Hautärztin ist sie, ist heute Morgen bei uns. Wir reden genau darüber. Dr. Yael Adler, einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Welches Hormon fehlt denn? Oder ist zu viel? Oder was also ist denn es geht los? Um das Melatonin. Das bildet man nachts, wenn es dunkel ist, damit man gut schläft und damit auch der Körper sich gut regeneriert. Mhm. Wenn es morgens hell ist, dann wird das abgebaut und dann kommt das Serotonin. Das macht uns dann glücklich und wach. Aber im Winter, wenn es dunkel ist, dann bleibt dieses Melatonin immer noch im Blut, schwimmt da rum und macht uns müde und vielleicht sogar depressiv. Manche nehmen Melatonin aber auch abends zum Einschlafen. Das ist auch so ein Trend. Hilft das? Ja, das hilft. Aber besonders gut ist das pulsatile Melatonin, was also die ganze Nacht kleine Pulse freisetzt, so wie das das Gehirn auch machen würde. Dann schläft man auch durch. Wenn man nur dieses Kurzwirksame nimmt, dann schläft man ein, aber wacht schnell wieder auf. Okay, und wo ist da der Unterschied? Das ist, wie das verpackt ist. Also Melatonin an sich ist gut und es geht nicht nur um die Verpackung. Also wie wird es freigesetzt? Kurz und hoch oder vielleicht sogar lang und retard. So ist man am nächsten Morgen auch noch müde. Am besten ist das Pulsatile, weil das physiologisch ist. Steht das drauf, Pulsatil? Für ja, alle, das kann man googeln. Aber es geht natürlich auch um die Menge. Ne? Also es ist je nachdem, wo man das bestellt. Aber manche brauchen 3 Milligramm, manche 5 Milligramm, manche 10 Milligramm. Also am besten mal mit dem Arzt beraten. So, haben wir das zum Einschlafen geklärt. Jetzt reden wir darüber zum Wachwerden. Also Melatonin wird abgebaut, dann kommt das Serotonin, wie du es gerade gesagt hast. Serotonin? Serotonin. Tonin, alles klar. Die Hex, da bin ich dann wieder dabei, da kenne ich mich aus. So, Tageslicht, sagst du. Genau. Ein ganz wichtiger Hack, um wach zu werden. So ist es. Jeden Tag am besten eine Stunde auch im Winter rausgehen. Dann kriegt man genug Tageslicht ab, damit man nicht so müde und schlapp ist. Wenn man das aber nicht schafft, dann könnte man mit einer Tageslichtlampe arbeiten. Die gibt es natürlich als Deckenlampe oder Zimmerlampe. Oder so ein richtiges Profigerät. Ja. 10.000 Lux empfiehlt man. Und das kann man sich eine halbe Stunde, wenn man frühstückt oder die Zähne putzt, anmachen. Dann wird man wach und dann baut sich das Melatonin ab. Das ist ganz ein guter Tipp für die Leute, die so ein bisschen depri sind oder im Winter. Auch die Leute, die aus dem Bett dann direkt ins Homeoffice beispielsweise, ne? Oder gar nicht rausgehen. Oder so lange schlafen, dass schon wieder dunkel ist. Das gibt's natürlich. So, Hack Nummer 1, also eine Tageslichtlampe oder noch besser rausgehen. Hack Nummer 2, Eisbaden. Und da bist du Profi. Ja, habe ich gerade gestern Nachmittag wieder gemacht, nach der Praxis noch schnell, bevor es dunkel geworden ist, in den See. Und ich habe das trainiert diesen Winter. Ich schaffe schon 2 Minuten. Und mir hilft sehr gut auch so Neoprensocken, weil ich kriege immer tierisch kalte Füße, dann tut mir das weh. Und das ist sehr gut, weil danach hast du so richtig so einen Flash. Also du hast Adrenalin, du bist fokussiert, du bist glücklich, weil die Endorphine auch freigesetzt werden. Und es ist natürlich ein super Training fürs Immunsystem, also weniger Infekte. Und es wird sich das braune Fettgewebe vermehren, was wir eigentlich als Babys hatten, damit wir nicht frieren. Das macht Wärme und dabei verbrennt man Energie. Und als Erwachsener kann man das so ein bisschen tunen, indem man eben Eis badet. Dann kann man sein Gewicht etwas besser halten. Tatsächlich, ja. Ja. Also es wird mehr Fett dadurch verbrannt, obwohl ein anderes Fett, braunes, das sogenannte braune Fett, wird aufgebaut. Das hat so Zellkraftwerke, die heißen Mitochondrien und die funktionieren so wie eine Mischung aus Fettgewebe und Muskel. So. Krass, okay. So, Eisbaden ist das eine, Sauna ist das andere, sagt Dr. Yael Adler. Unser Körper liebt verschiedene Reize, das hält uns gesund und fit. Also das Gegenteil von der Kälte wäre dann die Wärme. Sauna ist auch Weltkulturerbe und da kriegen wir Durchblutung überall, in die Schleimhäute, in die Haut. Und auch das ist antidepressiv und hat natürlich gleichzeitig einen immunsystemstärkenden Effekt und ist gut fürs Herz-Kreislauf-System und gegen Demenz, hat also ganz viele gesundheitliche Aspekte. Empfehle ich auch im Winter. Wie oft in die Sauna? Ach, vielleicht schafft man es ja 2-mal in der Woche und danach auch wieder kalt abduschen, dann hat man gleichzeitig ein Gefäßtraining. Ja, wollte ich gerade sagen. Apropos Duschen, was ist denn, wenn ich jetzt keinen See in der Nähe habe? Eisbaden, gibt ja so Tonnen, die man kaufen kann für den Balkon, oder? Ja. Einfach nach der Warmdusche das Runterdrehen auf kalt. Das Leitungswasser ist ja auch ziemlich kalt. Das ist auch schon mal gut. Und das vielleicht steigernd auf 2 bis 3 Minuten. 3 Minuten ist echt eine gute Zeit, sowohl fürs Eisbaden als auch fürs kalte Duschen. Ich höre schon, wenn du 2 Minuten schaffst, das Eisbadeziel von dir sind also 3. Ja. Sauerkraut, nächster Hack. Ja, Sauerkraut ist natürlich so ein typisches Wintergemüse und ist das sehr gesund. Insbesondere dann, wenn man es bitte nicht erhitzt. Also unpasteurisiertes, frisches Sauerkraut, selber gemacht oder von der Biotheke. Da sind Milchsäurebakterien drin. Da wird Vitamin C gebildet und das ist eine super Pflege für den Darm. Und wir wissen, dass eine Darmflora, die reichhaltig und robust ist, auch fürs Gemüt einen Effekt hat. Und wir sind ja heute bei den Anti-Trübheits-Hacks für den Winter. Und deswegen ist Sauerkraut sehr gut fürs Immunsystem und den
Das Gemüt. Darmgesundheit eines der wichtigsten Themen. Ne? Ein unterschätztes Organ, so wichtig. Sagen immer wieder alle Ärzte, hören wir andauernd. Vitamin D ist auch so ein Thema. Ne? Das ist der weitere wichtige Hinweis für den Winter. Wir alle haben einen Mangel im Winter, weil die Sonne uns fehlt. Sie hilft ja in der Haut, Vitamin D sonst zu bilden. Und viele sind schon im Sommer nicht ausreichend versorgt. Es kann sich also lohnen, einen Blutcheck zu machen. Oder einfach mal so, wenn man ein ganz normaler, gesunder Mensch ist, 1.000 bis 4.000 Einheiten am Tag zuzuführen und dann irgendwann mal zu gucken, erreiche ich denn den gewünschten Spiegel von 30 bis 50 Nanogramm pro Milliliter im Blut. Also Vitamin D jeden Tag als Nahrungsergänzungsmittel, mindestens 800 Einheiten, meist muss es mehr sein. Und sehr gerne in Kombination mit Vitamin K2 schützt Knochen noch besser und die Gefäße. Und wir wissen, dass auch Infekte weniger sind, Corona, aber auch Krebserkrankungen weniger sind, wenn man einen guten Vitamin-D-Spiegel hat. Bedeutet aber, da muss ich zum Arzt, um es im Blut eben messen zu lassen, einmal Blut abnehmen, dann kann man genau diese Werte... Das wäre immer am besten, aber eine kleine checken. Menge kann man auch schon mal so nehmen, damit man jetzt nicht lange auf den Termin wartet und diese wertvolle Zeit des Winters versäumt, wo man ja schon mal ein bisschen robust sein will. Das wollen wir alle gemeinsam. Sind es um 20 nach 9. Vielen herzlichen Dank, Jael Adler, heute Morgen bei uns. Sehr schön. Karin. Sauerkraut, morgen, wir beide. Du, Sauerkraut, ja, liebe ich. Was muss, sage ich. Besser als Eisbaden. Dann nehme ich lieber das Sauerkraut. Da traue ich mich nicht mit dem Eisbaden. Und es ist ja auch wahnsinnig glatt in weiten Teilen Deutschlands. Auch für Tiere ist das eine besondere Situation. Obwohl sie eigentlich vier Beine haben, aber man meinte, die könnten das besser ausbalancieren.